Schatz, wer holt denn die Pizza? Einen wunderschönen guten Morgen. Wirklich richtig geiles Wetter heute. Jetzt wird erstmal trainiert. Dann packe ich aus. Und zwar habe ich von Veggieletter Post bekommen. Das werdet ihr ja gleich sehen. Gibt es ein kleines Unboxing. Dann kommt heute meine Mutter zu Besuch. Die vermisst die Kleine. Nicht mich, sondern mein Kind. Also ihr Enkelkind. Und mal gucken, was wir sonst noch machen. Wie versprochen, gibt es jetzt Unboxing Veggie Letter Box. Mal gucken, was Schönes drin ist. Ich mach einfach mal, hack mal mein Gesicht ab. Messer, 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 Messer. Das ist zu niedrig, ne? Jetzt sieht's doch ganz gut aus, ne? Hier kurz der Wisch. Da müsste alles draufstehen, was drin ist. Froschspülmittel Aloe Vera. Weitere Informationen hier öffnen. Süß. Die vegane Leberwurst von Attila Hildmann. Also ich hätte sie mir ja nie gekauft, weil das kleine Ding kostet 3,29. Wenn man es mal so kriegt, finde ich mal cool. Ich wollte es gerne mal probieren, aber bei dem Preis ist es mir einfach zu teuer. Ah, Egg-Free Omelette Mix. Das ist jetzt schon der zweite, den ich habe. Ich habe den ersten immer noch nicht aufgemacht, den Omelette Mix. Anti-Stress-Maske. Schatz, ist doch was für dich. Nee, kann ich auch gut gebrauchen. Anti-Stress-Maske mit Extrakten aus Traubenkern und grünen Tee. Wenn das Kind mal wieder stresst, gibt's eine Anti-Stress-Maske. Das ist nur die Frage, ist das jetzt für den, der stresst oder für den, der gestresst ist? Ey, stress mal nicht. Mach die Creme drauf. Bio-Kokoswasser? Oh Mann, Schatz. Das musst du jetzt ausdenken. Ich mag kein Kokoswasser. Ich kann mich einfach mit dem Zeug nicht anfreunden. Auch wenn es Dr. Görg ist. Heilerde. Ach, das gehört bestimmt zu dem. Ja, Luvus. Zu dieser Anti-Stress-Maske. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen. Hier Superfoods. Das kommt wahrscheinlich gleich. Vegane Hotels. Ach, die Seite kenne ich schon. Vegan Hotels. vegane-hotels.de. Ganz cool. Kann man weltweit, sieht man da, welche Hotels vegan sind. Das ist wieder Feuchtigkeitsmaske. Das ist auch nochmal dieses Luvus. Kohlmintgum. Ein Aufkleber. Terra Vegane. Süß. Hier haben wir diese Superfoods. Super Green einmal. Einmal Forever Beautiful. Und einmal Skinny-Protein. Guck mal, das sind rote Fetzen, weiße Fetzen, damit der Müll nicht so langweilig ist. Und als letztes haben wir Schokocookies. Aber bestimmt nicht glutenfrei. Was ja eigentlich auch egal ist. Aber die, die wir verkaufen wollen, die sind glutenfrei. Jo, dann war's das eigentlich auch wieder. Machen wir alles mal im Schnelldurchlauf zurück. Wenn euch die Box auch interessiert, guckt mal vorbei bei veggieletter.de. Ich weiß, Werbung, nein, Spam. Es ist echt klasse. Ihr müsst ja nicht mal was dafür zahlen. Ihr müsst einfach nur den Newsletter abonnieren. Und dann könnt ihr einmal im Monat, glaube ich, ist das, könnt ihr so eine Box gewinnen. Also ihr zahlt nicht mal einen einzigen Cent. Von daher finde ich das richtig geil. Man bekommt immer vegane Produkte zum Ausprobieren, bloß in dem Fall kostenlos und halt nicht immer. Man muss halt ein bisschen Glück haben. Also diese Vegan Cookies sind echt niedlich klein. Aber super lecker. Gerade Haare gewaschen. Und warum? Weil ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht auf die Idee kommen würde. Und zwar habe ich nämlich von Leilani Seifenmanufaktur, kann ich euch hier oben gerne mal verlinken, Seife gekauft, vegane Seife, handgemacht und wirklich ohne Zusatzstoffe. Schaut es euch einfach mal an. Auf jeden Fall habe ich die zugeschickt bekommen und habe gedacht, ich probiere die Seife mal aus. Das sind so kleine Seifenbeutel. Das ist auch wirklich richtig geil, das Material. Da massiert man richtig schön seine Haut. So kleine Seife ist da drin, die macht man dann da rein. Und was habe ich natürlich gemacht? Ich dachte einfach mal aus Spaß. Ich weiß, es ist nicht dafür. Das ist mir klar. Ich wasche mal meine Haare damit. Ja, im Endeffekt ist das Ergebnis so geworden, wie ich erwartet habe. Deswegen musste ich jetzt meine Haare waschen, weil das wirklich, es war. Ja, war nicht toll, wie die Haare draus geworden sind. Merken, wer auf die Idee kommt, es mal auszuprobieren, braucht es nicht, funktioniert nicht. Gehen wir los?
Wollen wir die Oma? Jetzt geht's die Oma abholen. Oma ist jetzt da, ist aber kamerascheu, möchte nie auf die Kamera. Die haben mir tatsächlich auf dem Berliner Busbahnhof haben sie mir verboten, weiter zu drehen. Privatgelände, man braucht eine Drehgenehmigung. Deswegen musste ich es dann abbrechen. So, jetzt fahren wir mit der Oma zur Oma, beziehungsweise wir sind jetzt bei der Oma, denn die andere Oma hat heute Geburtstag. So, jetzt haben wir der Oma alles Gute zum Geburtstag gesagt und jetzt können wir wieder nach Hause gehen. Juhu, wir haben jetzt sturmfrei. Das Kind ist mit der Oma auf dem Spielplatz spielen. Wir gehen jetzt ohne Kind mal einkaufen. Das wird jetzt bestimmt voll anstrengend, die ganzen Lebensmittel selber tragen zu müssen. Mit dem Kinderwagen ist doch sehr, sehr praktisch. Wir gehen jetzt einfach mal kurz noch Lebensmittel kaufen. Dann bestellen wir uns noch beim Italiener eine Pizza. Die müssen wir dann aber selber abholen. Und dann ist der Tag eigentlich auch schon wieder vorbei. Also das Zeug, ne? Das sieht aus wie von der wie eine zerschnittene Gummimatte. Ist auch nicht vegan, aber sieht trotzdem aus wie eine zerschnittene Gummimatte. Ekelhaft. 3,79 bitte. Da gehen auch. Das war der Edeka. Da waren wir jetzt mal kurz. Mein Schatzi hat sich Pizzaschmelz besorgt für die Pizza, wo sie dann eben im Nachhinein drauf machen kann, weil wir bestellen einfach ohne Käse. Kaisergemüse ist da. So, komm mal rein. Jetzt sind wir auf dem Heimweg und jetzt kommen wir auf dem Spielplatz vorbei, wo die Oma mit unserem Kind ist. Spielen wir mal Mäuschen und gucken mal, was er so Schönes anstellt. So, dann gucken wir mal, auf der Schaukel sind sie nicht. Unser Kind ist weg. Spielsachen sind da, aber Kind ist weg. Na sowas. Wieso den Blues? Da sind sie. Da kommt sie gerast. Na komm her. Wenn man sich das Klettergerüst hier mal anschaut, das ist echt der Wahnsinn, die Kleine klettert da komplett alleine rauf. Also die kommt sogar dieses Seilzeug hier, kommt die ganz alleine ohne Probleme hoch. Das ist Wahnsinn, mit 1¾ Jahren. Ja, ich komme ja schon. Ich bin doch da. Oh. Au. Ah. Bin doch ein alter Mann. Hoch. Hoch. Hinsetzen. Stopp, stopp. Warte auf mich.